Seid gegrüßt, meine Trucker-Freunde. Es ist wieder ein wunderschöner Sonntag und ich hoffe, euch geht es gut. Und wir werden heute gemütlich, ja, im Live-Chat. Ja, yeah, das ist mal wieder ein Live, ja, Premiere-Video. Und ihr könnt quasi ein bisschen mitdiskutieren und natürlich im Nachhinein noch in den Kommentaren, weil ich habe ein Thema mal rausgesucht und zwar 2021. Wo möchte SCS hin oder was werden wir dieses Jahr so, naja, bekommen? Welche Informationen haben wir? Natürlich auch noch ein Teil zum American Truck Simulator, aber ausschließlich den Euro Truck Simulator. Vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen abschweifen und meine Gedanken freien Lauf lassen und ja, Wünsche haben, die wir wahrscheinlich nie bekommen oder vielleicht doch. So unrealistisch ist ja eigentlich einiges nicht und wohl bemerkt. Ja, das sind meine Ideen, die wir auch schon lange diskutiert haben und deswegen eure Wünsche könnte man durchaus zum Extra-Video machen. Hm? Was haltet ihr davon? Hashtag Extra-Video. Dann können wir da nochmal die geistigen Ergüsse von euch nochmal ein bisschen zusammentragen, was ihr euch so wünscht. Ja, 2021 würde ich mal sagen, wir starten einfach mal los. Hier ist unser LKW. Wir stehen gemütlich auf der Raststätte und diese Zeit nutzen wir einfach mal, um jetzt den LKW zu springen, Edeltrot ein Küsschen zu geben. Oh, das ist die Fremde dort hinten. Ja, so muss es sein. Man braucht immer eine Fremde, wenn es nur die rechte oder linke Hand ist. So, ja, lass uns einfach mal gemütlich auf die Autobahn fahren. Ein paar Kilometer haben wir. Ihr seht gleich, wie viel. Ah, wartet, wartet, wartet. Ob wir genug Zeit haben? Ja, über 400 Kilometer. Ich denke mal, da haben wir genug Zeit, da ein paar Sachen zu diskutieren. Ja, gehen wir erstmal zum ersten Part. Und das ist natürlich, was wissen wir, was dieses Jahr eigentlich so kommt? Eigentlich noch gar nicht so viel. Wir wissen, dass die 1.40 und sie hätte durchaus früher kommen können. Ihr wisst, was alles los ist. Und wenn man dann so mal rechnet, wären es ja 3 oder 4, naja, Updates für das Jahr 2020 gewesen. Oder hätten sie vielleicht Iberia rausgebracht und danach erst die 1.40? Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es, huch, ihr habt doch schöne Blinker. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir die 1.40, vielleicht ist sie ja schon da, wenn ihr dieses Video seht, weil ich nehme das hier am 2.2.2021 auf. Deswegen, ich weiß es nicht, weil am 7. hört ja dieses Event auf. Am 7. Dieses Holy Dingsbums, Holy Shit Event, wo wir quasi Impfstoffe fahren und bis zum 8. geht ja dieses, naja, Steam Sale und dann könnte es durchaus sein, dass am 9. schon entweder für den ATS oder für den Eurotruck Simulator dieses Update kommt, ja. In experimentell und dann irgendwann in Beta, naja, irgendwie sowas in der Art. Deswegen muss man mal halt ein bisschen vorsichtig sein, was da kommt, ne? So, aber 1.40, jetzt mal nur ATS lassen wir mal aus vor, kommen wir das neue Lichtsystem. Das bedeutet natürlich, früher oder später, dass Leute, die jetzt schon Probleme mit dem Rechner haben, um diese ganze HDR-Sache oder besser gesagt dieses Lichtsystem zu nutzen, und da will ich mich auch nicht so komplett festlegen, es hat sich auf jeden Fall mal so angehört, um dieses neue Lichtsystem nutzen zu können, muss man HDR eingeschaltet haben. Ich bin früher immer komplett ohne HDR gefahren. Und dann war irgendein Mod, der das irgendwie vorausgesetzt hat, um gewisse Features besser darstellen zu können. Aber ich möchte mich da auch nicht so festlegen. Und das soll auf jeden Fall so sein, dass mit dem neuen Lichtsystem sollte man dieses neue HDR nutzen oder richtig nutzen können. Warten wir ab. Das ist eine große Sache. Natürlich die Überarbeitung von Deutschland, aber da habe ich jetzt mit den Autobahnauffahrten, dreispurige Autobahn, vielleicht noch irgendwo so ein Kamera-Event, wo wir uns draufstellen und dann sehen wir irgendeine Besonderheit, ja, in einer besonderen Stadt. Was die Städte angeht, habe ich jetzt nicht so eine große Hoffnung, dass da großartig was wird. Ja, weil die Überarbeitung des ersten, sagen wir mal,
Teilabschnitt in Deutschland fand ich jetzt nicht so überzeugend, wo ich sage, boah, das haut mich jetzt vom Hocker. Ja, das einfach ein paar Hecken reingemacht und die Straßentextur wurden geändert und die Gebäude wurden eigentlich nicht so angerührt, so wie es jetzt bei den letzten DLCs gemacht haben, dass wirklich viel Abwechslung an den Fracht, wo man die Fracht aufnimmt und wieder irgendwo wegbringt. Das ist durchaus schon oben bei Dixi sehr gut gemacht worden, auch schon in Bella Italia haben sie da schon mächtig zugelegt, aber jetzt bei dem letzten Update oder Kartenerweiterung Road to the Black Sea, was ja jetzt auch schon über ein Jahr alt ist, sieht es auch noch fantastisch aus. Ne? Also die lernen ja natürlich immer wieder dazu, ne? Auch weil sie ja zwei Spiele produzieren oder ja, auf der gleichen Basis, aber es sieht halt ein bisschen anders aus. So, ja, dann haben wir, also eine schöne Strecke hier, ne? Herrlich. Schön, schön, wie wir hier fahren. Was haben wir denn noch? Oh, über 300 Kilometer. Ne? Wollen wir mal ein bisschen schneller fahren. So, dann werden wir das auf jeden Fall bekommen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spaßig, weil wir werden einiges ausprobieren. Ich habe nur ein bisschen Angst um die Mod-Community, dass die dann nochmal so einen ordentlichen Frustpegel hochschalten. Kann aber auch sein, dass man auf gewisse Objekten, also sagen wir mal, Hans hat einen Mod gemacht, einen LKW, und muss den natürlich auf die 1.40 anpassen, dass dann man gesagt wird, pass auf, die neuen Lichtsysteme werden auf den LKW nicht so dargestellt. Also Spiegelung, Beleuchtung, Schattenbildung, Reflexion etc. wird einfach nach dem alten System berechnet und das neue System wird gar nicht angewandt. Das wäre natürlich für die Mod-Community äußerst interessant. Wenn aber zwingend notwendig das ist, dann haben gerade Kartendesigner ziemlich große Probleme. Ich bin, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Vielleicht sieht man dann, okay, das ist doch nicht so schwierig, das umzusetzen. Gerade auch so bisschen Angst habe auch Multiplayer. Wir wussten, mit dem F-Mod war das alles so ein bisschen schwierig umzusetzen. Jetzt mit dem Lichtsystem. Vielleicht kann man das komplett deaktivieren. Muss man gucken, weil wir haben jetzt viel mehr Performance. Also habt keine oder denkt nicht an große Wunder mit dem Lichtsystem. Das große Problem ist ein Spagat zwischen Spielbarkeit von Leuten, die auch ein älteres System haben. Willkommen in Baden-Württemberg. Und Spielbarkeit für die Leute und optisches Ansehen, also das ist optisch, was fürs Auge ist, für diejenigen, die halt einen NASA-Rechner haben, ja. Also die ein ordentliches Brett haben. Ja, das ist immer so ein Spagat. So, dann ist ja das erstmal alles erledigt. Ob wir irgendwie ein LKW oder bestimmte Fahrwerkskombinationen für irgendwelche LKWs Schwerlast kriegen, kann ich mir erstmal noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber bei ATS hat man ja auch gesehen, zack, bumm, da hat man eine neue Fahrzeugkombination reingemacht. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist natürlich super, irgendwie andere Gestelle zu haben oder Fahrwerke, Chassis besser gesagt. Ist immer toll. Aber im ATS hat es ja auch noch gefehlt. Beim Eurotruck Simulator gibt es ja schon Schwertransport-Trucks. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt noch anders... Ja, so ein Muldenküpper oder so. Oder was könnte man reinmachen. Ne? Eventuell bei Iberia viel mit Kfz, dass man da wirklich einen anderen Trailer noch kriegt. Wurde ja immer mal so Fotos gemacht von so einem Tiefbett mit Seitenwand irgendwie. Also so eine Krone. Das wäre auf jeden Fall bei Deutschland Überarbeitung. Jetzt überleg mal. Jetzt spinnen wir mal rum. Deutschland Überarbeitung. Es wird das große Kronewerk, was die da mal als Foto gemacht haben, so mit einer Drohne, hat der SCS mal auf ihrem Blogseite gemacht, das Werk von Krone ins Spiel rein implementiert. Und dann gibt es irgendwo noch eine kleine Kamerafahrt und wir gucken das an. Vielleicht. Ich sage nur vielleicht. Und für alle Märchenerzähler da draußen, ja, euch blocke ich weg, die es nicht verstehen, was ich sage, vielleicht. Ja, weil, ich würde mal sagen, fast alles, was ich bis jetzt immer so meine Ideen hatte, also, wo ich gesagt habe, das und das wird kommen, dann kam es auch. Außer, ihr findet dann das Video, wo ich sage, ja, jetzt nicht die Leistung nehmen, wo ich sage, ich fahre den Euro Truck Simulator 3.
Es wird schwierig. So, was ist denn hier los jetzt? Ist hier noch Stau oder was? Eine Blindpese hier. Wollen wir mal einen ordentlichen Blicker hier reinmachen? Ja, sowas wäre natürlich auch cool, ne? Oh. Ja, ja, fahr doch mal. Ne, gehen wir mal weiter. Also, wir haben Deutschland überarbeitet, wir haben das neue Lichtsystem, wir haben Iberia. So, einige Sachen wissen wir ja. Der Multiplayer. Und darüber werden wir dann auch explizit nochmal zum Schluss jetzt des Videos nochmal reden. Über den Multiplayer, da haben wir nämlich den Tag ein bisschen gesponnen. Da kommt wirklich die Spinnenseite raus, ja? Gehen wir weiter. Eins wissen wir, das DLC. Wie geht es weiter mit dem Euro Truck Simulator? Wir haben ja, wenn wir jetzt einfach mal so die Karte aufmachen, pass auf, machen wir einfach mal die Karte auf. Wenn das Spiel mal es zulässt. Also das Lichtsystem hier, was ich hier drin, ich gehe einfach am besten mal hier in den Frachtmarkt rein, weil da können wir es am besten sehen. Okay, Freunde. Okay, ich bin jetzt natürlich in der Pro-Mods drin. Wir haben ja hier, das haben wir hier oben alles und hier unten haben wir den ganzen Bereich, ne? Es fehlt dieser Bereich. Weißrussland, Ukraine. Das fehlt uns ja noch. Teile noch von Russland. Und da hat der SDS schon 2020 mal Bilder gepostet. Und jetzt überlegt mal, wenn jetzt nur Weißrussland kommt. Das ist schon ein Brett. Ja, Weißrussland und Teile von Russland, dass es hier noch ein bisschen weitergeht. Ja. Ne? Und irgendwann kommt nochmal ein Ukraine-DLC. Ist natürlich jetzt schwierig. Wie soll sich SCS hier zu positionieren? Ja, wie macht man das? Also, oder die machen hier so ein Teil. Nicht komplett die Ukraine, so wie man das jetzt mit Russland gemacht hat, sondern nur zum Teil. Kann natürlich sein. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben hier Going East. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn sie Deutschland überarbeiten, vielleicht jetzt hier unten, aber vielleicht noch ein bisschen warten, um die Berge, um noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, wie man richtig schöne Alpenlandschaften macht, wo man richtig so Serpentin fährt. Geil. Ich bin eigentlich da gegangen davon, also wenn die nächste Überarbeitung ist, wird man hier England überarbeiten und dann hier oben Schottland und den Bereich alles noch ins Spiel mit reinbringen und die Straßen hier komplett überarbeitet. Aber eigentlich denke ich, könnte es durchaus möglich sein, dass das hier machen, Going East, dass alles hier hübsch ist. Und dann können wir hier gemütlich hier rüberfahren. Wieder in dem Bereich oder. Also schreibt mal rein, was denkt ihr? Kommt vielleicht nur Russland und Weißrussland? Oder ja, oder Belarus, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt auch immer Belarus heißt. Keine Ahnung. Oder würden sie hier irgendwann die Ukraine reinhauen? Und wie wird es denn hier mit der Krim werden? Alles ganz heikle Themen. Ja klar, es heißt Eurotruck Simulator, aber warum. Ich habe kein Problem, in die Türkei rumzudödeln. Ich habe auch kein Problem, wenn SCS hier unten lang dödelt. Ja, Portugal haben wir, kriegen wir alles, dass wir hier unten rumfahren. Lösen wir uns da einfach mal von den Eurotruck-Simulator und wer das denn nicht will, der braucht es ja auch nicht spielen und besorgen. Der muss ja dann nicht. Ja, das ist. Also, es gibt ja gewisse Sachen, das sind Synonyme. Ja. Ihr kennt doch gerade so das, die Sache mit Lego und Held der Steine. Ne? Das habe ich auch so nebenbei so mitgekriegt und dann hat es mich mal interessiert, was da nun los war, weil der ja schon mal Probleme hatte. Und dann hat er da dummerweise zu einem anderen Bausatz Lego-Stein gesagt. Und Lego will natürlich nicht, dass das als Synonym, weil dann haben sie keine Markenrechte mehr drauf. Ja? So wie zu jeder sagt, so Gummibärchen Haribo oder na gut, Haribo vielleicht nicht, aber Gummibärchen oder Goldbärchen, ja. Aber das glaube ich ist noch nicht so. Aber hier Tempo. Ja, wenn du ein Taschentuch haben willst, dann sagst du Tempo. Und so, ne? Und jetzt sagen wir Eurotruck-Simulator und viele halten sich an diesen Begriff einfach mal nur mal richtig fest. Man könnte durchaus. Ach, guck mal an, wir fahren hier nach Frankfurt. Ui. Man könnte natürlich dann eine Afrika-Erweiterung machen. Ein Add-on, ja? Hätte ich kein Problem. Auf Basis des Eurotruck-Simulators. Warum nicht? Hm? Warum nicht? Wer es nicht haben will, der soll es eben sein lassen, ja? Aber irgendwann sind wir ja begrenzt mit den Sachen. Natürlich noch einige Features, vielleicht ein LKW, etc. Oh, hier, das ruckelt. Aber ich muss, glaube ich, das Grafiksystem hier mal rausmachen. Irgendwas
Warte mal, wir müssen mal jetzt ganz kurz anhalten, Freunde der untergehenden Sonne. Was macht der hier? The Showplayer. Oh, was ist denn da los jetzt? Error? Das sind hier wahrscheinlich. Traffic. Ja, irgendwas mit Traffic hier hat ein bisschen Error gehauen. Naja, müsst ihr mal gucken. Ich hab da Ahnung davon. Ich nicht. Also, ich habe hier, wie gesagt, dieses Lichtsystem. Wahrscheinlich zu viele Mods hier drin. Und Pro-Mods. Vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Naja. Aber ihr seht das jetzt hier als Premiere. Mein Gott, hört einfach mein Gelaber zu. Mich Edeltraut eigentlich in Küsting? Schon, ne? So. Wir gehen weiter wieder in den Osten. Wird den einen oder anderen freuen, den anderen nicht. Ich hätte Balkan endlich mal absolut gefeiert, dass man das reinmacht. Aber okay, die ganzen Berge und alles, Klippen, das wäre schon cool, wenn die dann da vielleicht nächstes Jahr rausbringen. Aber was ich auch feiern würde, bevor jetzt die Osterweiterung da kommt, wäre wirklich oben Skandinavien. Ne? Also das Skandinavien haben sie auch SCS schon angekündigt, dass sie es nochmal überarbeiten werden. Aber erstmal ist, denke ich mal, die Standard-Map und dann Going East. Also das ist normalerweise von den Alter, dass sie es so machen und dann kommt es vielleicht Skandinavien oder besser gesagt England und Skandinavien. Das wäre eigentlich der logische Schritt, aber wie gesagt, die werden vielleicht parallel schon einige Teams dann arbeiten und wir werden jetzt sagen, wir warten hier und nichts kommt so richtig. Was ist da los? Lass das einfach mal ein bisschen ruhen, entspannt sein. Ja, das wird schon alles. Das wird schon alles laufen. Was haben wir da noch an Kilometern? Jo. So. Grundsätzlich waren das die Sachen, wir werden vielleicht bis zu 42, maximal bis zu 43 Versionen gehen. Gerade da kommen wir jetzt auch mal zum letzten großen Abschnitt. Und das, denke ich, wird in naher Zukunft das werden, worauf SCS sehr, sehr viel Muße und Zeit legt. Und zwar auf dem Multiplayer. Inwiefern oder wie der Multiplayer, lasst uns mal mutmaßen. Wir haben da mit den Jungs in den Abend lange diskutiert, wie das dann heißen können. Ich habe ja immer gesagt, SCS Multiplayer oder SCS Online oder ETS Online oder weil wir haben ja jetzt, jeder weiß, Truckers MP ist der Multiplayer von Truckers MP. Da sagt keiner ETS Online mehr. Also SCS Online, SCS Multiplayer, SCS Live ja, oder ETS Live. ETS Online. Also, ich hoffe, dass, wenn sie denn ein Logo machen, dass es was Kreatives ist und nicht einfach nur online untergeschrieben wird, bei unter dem Namen zumal. Ah, wäre jetzt nicht so. Aber ich hoffe, dass es da irgendwas Knackiges, was man schnell hier, wo jeder weiß, aha, das ist das Originale, also vom Hauptspiel. Das andere ist das Große von Truckers MP. Ja, dass man es gleich irgendwie. Also, ich bin gespannt, wie sie es nennen. Online, ETS Live, ETS Multiplayer. Weil natürlich werden die Jungs nicht nur immer Euro Truck Simulator spielen. Die werden auch mal andere, die werden sich vielleicht auch mal einen Cyberpunk angeguckt haben. Die werden sich vielleicht auch mal einen anderen Landwirtschaftssimulator angeguckt haben, mit dass da irgendwelche animierte Sachen sind und. Die werden mal vielleicht eine Runde GTA gespielt haben. Und dann werden sie mitgekriegt haben, ums Hauptspiel geht's gar nicht. Das Spiel ist schon Asbach uralt. Es sieht noch klasse aus und wird immer wieder mit neuen Content gefüllt. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt gar kein Problem, wenn die da ein bisschen Kraft drin reinstecken und dann aus dem, was die Community sich wünscht, und zwar ein internes System für die Abrechnung, nur für die Abrechnung für World of Trucks-Aufträge, weil sonst kannst du ja wahrscheinlich bescheißen. Ja, und weil es soll ja auch so ein gewisses Ranglistensystem. Überlegt mal, ihr habt eine Garage, könnt die nach und nach ausbauen. Hat jemand 100.000 Kilometer, dann gibt es eine Plakette, wo er sich mit seinen Leuten messen kann. Fährt er 1 Million Kilometer, wird auf Tracks-Aufträge, gibt es irgendein besonderes Goodie, irgendwas ganz Tolles. Ja, da kann man ja flexibel sein. Irgendein Innenraum, Accessoire oder ja, so nicht so ein Kitschi-Katschi, ein
Teppich oder irgendwie oder ein Kissen. Nee, oder irgendwo eine Plakette, wo man dann sieht, hier, der 1-Million-Dollar-Mann, ja, bam, der hat es geschafft, ja. Oder eine Plakette, 1 Million Truck Driver und dann eine Seriennummer. Ja, und dann steht dann bei mir 5.899 oder so, ich keine Ahnung, ich bin der 5.899, das wäre doch super. Und dann, ihr kennt doch beim Landwirtschaft, wir sind jetzt beim Multiplayer jetzt im Land der Träumer, der Dichter und Träumer. Ja, so war ja Deutscher, Denker und Trichter, Trichter, ja, genau. Ja, genau, so ein Ding ist das. Lass uns einfach mal ein bisschen träumen. Und nicht so wie wahre Münze, aber ihr könnt ja mal die Ideen mit rein interpretieren. Wir auch gerne im Multiplayer Livestream mal rüber reden. Also, jetzt gehen wir davon aus, man kann ein gewisses kleines Housing-System machen. Du hast deine Firma, nennen wir mal die beste Firma der Welt, die CML. Keine Ahnung, wer, was die CML, was das bedeutet, keine Ahnung, aber ist egal. Und dann fahren die Fahrer World of Trucks-Aufträge in dem Bereich, ja, da fährst du. Und dann gibt es, so wie beim Landwirtschaftssimulator, gibt es auch immer diese großen Tafeln, die man aufstellen kann, um zu sehen, wie viel Getreide man hat. Und, diesen, und dann hat man da so eine Liste, wo die besten, wo die Spieler oben stehen. Ja, die Top 10 Spieler der CML. Ja. Und dann kannst du das so angucken. Sowas. Ja. Oder es gibt auf der Karte überall irgendwo so ein freies Plätzchen. Dieses freies Plätzchen. Da siehst du, wieder mal so ein Nichtsgönner hier. Kann hier nicht Auto fahren. Ich brauche einen Unfall. Ich habe heute noch keinen Unfall gebaut. Ha! Also so ein Ding. So, und dann baust du dir dein Häuschen durch Erfahrungspunkte. Du musst die erfahren. Und dann kannst du das ausbauen. Dann hast du ein richtig schönes Haus. Und dann kannst du mit einem Auto und das alles in diesen abgespeckten oder abgeriegelten Multiplayer. Kannst du eine Lackierung hochladen und dann kannst du damit dann fahren, ja, also solche Sachen, ich finde das toll, also ich habe damit kein Problem. Jetzt sag mir mal, ein LKW-Fahrer, nur einen LKW-Fahrer, der nach dem LKW-Fahren sagt, nee, ich fahre jetzt Fahrrad. Natürlich wird man Fahrrad fahren, aber ne, es ist, wenn man die ganze Zeit hier so sitzt, Stuhl, denn sich bewegt, manchmal ist es ein bisschen unangenehm. Vergesst ja nicht, weil ihr euer Fahrrad abgestellt habt und ihr euren Sattel mitgenommen habt, den Sattel vorher wieder raufzusetzen aufs Fahrrad, weil das kann definitiv verdammt wehtun. Hab ich gehört. Ja, erzählt. Ja. Wie gesagt, dass man irgendwie ein Ziel hat. Das große Problem ist, ja, das Profil brauchen wir gar nicht gucken. Ne? Das ist mein altes Mod-Profil und alles, was ich damit ersetze. Was mache ich mit dem Geld? Was mache ich damit? Kann ich mein Geld irgendwo verbrennen hier, dass ich dann wieder ein bisschen weniger... Darum habe ich ja mit meinem Multiplayer-Profil... da habe ich jetzt nur einen Kredit aufgenommen, um meine Garage oder einen LKW nochmal zusätzlich zu kaufen. Aber sonst habe ich jetzt über 200.000 und muss 400.000 abzahlen. Also, das macht so ein bisschen mehr Sinn. Aber trotz alledem, fährst du regelmäßig deine Sachen, hast du irgendwann so viel Schotter und du guckst gar nicht drauf. Vielleicht irgendwie mit Abnutzung, wie du fährst, die Reparationskosten sind höher, du kriegst nicht mehr so viel Geld für eine Fracht. Wenn du jetzt so und so viele Kilometer fährst, dann kriegst du keine 10.000 Euro oder was krieg ich denn eigentlich jetzt für den Scheiß? Wo steht denn das eigentlich? Mal gucken. Ich guck schon gar nicht drauf. Charme. Ja, das wussten wir vorher schon. Ja, was haben wir noch? Ein Kilo und 3,8. Ja, dass man da irgendwas machen kann. Und gerade so, wenn man in dem Multiplayer, und da habe ich auch kein Problem, wenn SCS da einfach sagt, passt auf! Wir machen dann aber auch was mit Mikrotransaktionen, um dem Multiplayer noch viel mehr bieten zu können. Habe ich kein Problem mit. Also wir haben mal so grob überrechnet mit den ganzen Leuten. Also nur an Unterhalt und an vielleicht bin ich da noch zu wenig. Also mindestens ohne, dass irgendwas großartig noch angeschafft wird.
4 bis 5 Millionen müssen die für die Mitarbeiter an Leistungen zahlen. Denke ich schon. Das jedes Jahr. Du musst ja sagen, du hast 100 Mitarbeiter mal 5, sagen wir mal 4 oder 5.000 Euro jeder. Ja, so viel wird es nicht sein. Aber du musst doch sagen, der Arbeitgeber zahlt ja nicht, der kriegt ja nicht die 4.000, 5.000 Euro. Du musst ja noch die Abgaben berechnen. Ich weiß nicht, wie hoch die Abgaben nicht heil ist. Dann muss noch Krankenversicherung alles noch und noch zusätzlich und. Dass der Arbeitgeber vielleicht 1.500 oder 2.000 oder ist ja nur ein grober Werk. Einer wird ein bisschen mehr verdienen, der andere ein bisschen weniger. Also gehen wir davon aus. Und das mal bei 100 Leuten oder über 100 Leuten, was sie sind. Also sagen wir mal 5 Millionen. Dann musst du aber noch andere Sachen bestimmt machen. Events und dies und das. Das muss erstmal eingespielt werden. Deswegen sage ich auch immer wieder SCS. Also, klar würden, ich glaube, das ist, wollen die Hersteller nicht, aber SCS hätte da wahrscheinlich gar kein Problem. Also, ganz ruhig, ne? Nicht, dass dann irgendjemand sagt, ja, SCS bringt viel zu wenig. Updates sind dafür da, um neue Features und Vorbereitung für neue Kartenerweiterungen einzumachen. Die sind nicht da, um die Leute zu unterhalten, die zu faul sind, Geld in die Hand zu nehmen. Ja? Seid da raus, ganz einfaches Ding. Müsst ihr Zeitung austragen gehen oder zum Geburtstag sich wünschen lassen oder arbeiten gehen. Ganz einfach, ja. Die arbeiten auch und deswegen, da brauchen wir gar nicht weiterreden, meinen Standpunkt kennt ihr. Es muss, wenn man was Gutes macht, dann ist man auch gewillt, was zu bezahlen. So, außerdem kann es sein, ja, vielleicht kriege ich ja sogar wieder mal was, dass wir dann hier so ein Gewinnspiel machen. Ja, so. Mann. Nee, gehen wir weiter. Ein Oldtimer-DLC. Es wünschen sich sehr, sehr, sehr viele ein Oldtimer-DLC. Klar würden die alle wieder irgendwann zu ihren Standard-LKWs zurückgehen. Ob es der Volvo, Mercedes, Scania oder was weiß ich. Ja, ich würde auch immer wieder hier zu den Scania hier, ja. Außerdem habe ich hier, ne, 77S. Vielleicht werden wir sowas auch bekommen. Als kleines ja, da brauchen sie nur den Motor ein bisschen reinmachen, ein bisschen anpassen, vielleicht den Sound. Und, hier, lass mich mal fahren. Und dann, neuen Motor. Mehr ist ja da nicht. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir den 77S auch nochmal kriegen hier im Spiel. Also, warum nicht? Sollte ja wohl kein Problem sein, da die paar Sachen anzupassen. Ja. Aber ein Oldtimer-DLC bin ich sogar gewillt pro LKW. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Feature für Hardcore, Leute, ja, da können sie von mir aus für 10 Euro machen, dass da ein bisschen Reserven sind. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass SCS da keinen Gewinn macht damit, ja. Irgendwie, ja, ich kann, gut, vielleicht, ich habe ja auch nicht die Zahlen, wie viel DLCs sie jetzt verkaufen, aber um 5 Millionen nur mal so rauszuhauen, ja, 2 ATS in Euro Truck Simulator DLC, sind 4 DLCs, die so 14 bis 18 Euro kosten. Sagen wir mal, 15 bis 18 Euro. Wie viel müssen sie denn verkaufen, ja, um 5 Millionen zu machen, dass sie plus minus null sind? Das ist jetzt nur ganz grob gerechnet. Dann gibt es mal ein paar Tuning-Sachen für 2, 3 Euro. Das ist jetzt auch nicht... Firmen müssen auch noch andere Abgaben machen, nicht nur bei den Arbeitgebern, ja, Vermögenssteuer. Gut, wenn man kein Vermögen hat, dann braucht man keine Steuern zahlen drauf. aber das ist halt so eine Debatte und... Es wäre irgendwie cool, wenn man mal einen von SCS hätte und einfach mit dem mal so quatschen kann. Ja gut, der könnte jetzt hier aus dem Nähkästchen erzählen, aber... Also, falls da mal einer ist, der aus dem Bereich SCS oder dort arbeitet und der deutschen Sprache mächtig ist und angeblich sollen ja auch Leute sein, die sich hier diese Videos angucken, dann, ja... Dann schreibt doch einfach mal. Und eine Sache, SCS... Nur mal einen kleinen Tipp, wenn ihr YouTube, wenn ihr eure Streams macht und YouTube, ja, dann bitte bereitet die Dinger vor, weil ich denke mal, da habt ihr noch nicht so die Background. Ich habe ja auch erstmal gebraucht, wie das geht. So, jetzt müssen wir überlegen, wollen wir richtig einparken oder? Dann müsst ihr aber hier ein Däumchen geben. Hier, die Katze, ja, die ist da, okay? Okay, ich mach's für euch. Ach, sei wir mit der mitlenkenden Gedötsachse hier. Oh.
Ah, wir machen es heute ganz einfach. Ich bin richtiger Fratze. Wie kann man denn fahren hier? Wo ist denn jetzt eigentlich das Ding? Huch, war ich mir doch ein bisschen vertan, wa? Ah. Oh, 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 Alter. Eieiei, Druschbar. Ey, wo geht denn, wo gehen der Anhänger hin? Wo ist denn der? Oh, ach, da bist du. Da habe ich mich aber jetzt richtig vertan jetzt hier. Wie muss denn hin? Der hat ja eine mittellenkende Achse, also. Mal gucken, ob hier ein Tor ist hier. Also wenn ich das jetzt so. Alter, aber wo ist denn hier der. Wo ist denn hier dieses Fenster hier? Weg hier. Jojo, Baby. Komm, 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 komm. Und jetzt wieder zurück, 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 zurück. Zurück, 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 zurück. Oh, 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 nein, nein, nein. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Verdammte Axt, ey. Oh, das sah doch. Ich hab's jetzt so zum letzten Zentimeter noch versaut, ne? Das kriegen wir auch rein. Ja, es ist wirklich eine Umgewöhnung, wenn dann noch so die vorderste und letzte Achse hier noch. Mann, diese Einblendung. Ich hab's doch verstanden, Mensch. Ich weiß, man kann's ausschalten. Dann finde ich es manchmal nicht, weil ich ja diese X habe hier. Ihr wisst schon. Naja, Maximus wird dann, wenn es nicht klappt, ein bisschen aggro, ja. Ups. Sollte ich immer mal zoomen, vielleicht bin ich da ein bisschen entspannter. Ja, wackelt aber auch. Du brauchst nur eine kleine Lenkung mit. Ey, Crazy Koch, danke dir. Ui, wir haben es geschafft. So. Feststellbremse. Puh, das war jetzt auch anstrengend, Junge. Meine Güte. Ja. Gucken wir mal, was da alles so wird. Also ich bin auf jeden Fall sehr entspannt und freue mich auf alles Neue, was kommt. Und mal schauen. Und ganz entspannt bleiben. Ja. Was kommt, das kommt. Und wenn irgendwas kommt, dann seid ihr hier auf jeden Fall auf der richtigen Fährte. Dann werde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich da ein Infovideo rausbringen, so wie es mir zeitlich gegeben ist. Und dann sage ich euch, was Phase ist. Natürlich so ein bisschen rumquatschen, was sein könnte, ist immer wieder schön. Aber der ein oder andere Freckel versteht es nicht. Und wie sage ich immer so gerne, ich kann Dummheit nicht ertragen. Bin ich ehrlich, kann ich nicht. Geht einfach nicht. Also, aber die Leute gibt es ja kaum noch. Deswegen, ich habe eine großartige Community. Da sage ich nur mal Danke. Und ja, vielleicht bin ich heute live. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Dann mache ich erstmal ein Fischchen und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.